Klasse in der Aula zusammen. Ich habe etwas Offizielles mitzuteilen. Hoffen wir mal, dass Edo keinen Mist gebaut hat. Oh. Edo, willst du mir irgendwas sagen? Nichts, gar nichts. Die Fragebögen sind abgegeben und ausgefüllt. Guten Morgen, alle zusammen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Meine lieben Schüler, ihr habt mich mit euren Antworten in den Fragebögen wirklich überrascht, muss ich sagen. Welche Antworten? Nein, 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 nein. Die Wahrheit zu leugnen bringt nichts. Antworten wie: Die Lehrer geben uns viel zu wenige Hausaufgaben auf. Oder auch: Ich habe echt zu viel Freizeit am Wochenende. Oder solche Antworten wie: Ich möchte sehr gerne in meinen Ferien lernen. Also eine solche Art von Antworten zwingt mich einerseits zu gewissen Maßnahmen, andererseits machen sie mich als Direktor aber natürlich auch wahnsinnig stolz. Nein, 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 nein. So etwas habe ich ganz sicher niemals geschrieben. Wollt ihr uns erklären, was hier los ist, Maggie? Maggie? Maggie, aber was ist hier los? Klär uns auf, bitte. Wenn niemand von den Antworten weiß, wer hat dann die Fragen beantwortet? Die Technologie war's. Maggie und Edu waren das nicht. Ich wollte einen wirklich perfekten Algorithmus entwickeln, der das menschliche Gehirn ersetzt. Aber offensichtlich hat es nicht funktioniert. Also habt ihr mich auf den Arm genommen? Das war alles meine Schuld. Ich bitte Sie um Verzeihung. Die Schuld liegt genauso bei mir. Und bei mir. Bei uns allen. Wir hatten ja nicht mal eine Minute Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Wir werden das wieder in Ordnung bringen. Das verspreche ich Ihnen, Herr Direktor. Das trifft mich. Aber ihr habt eure Lektion von selbst gelernt. Aber denkt bitte daran, ich möchte die Antworten handschriftlich. Kein heimlicher Einsatz von Technologie. Ja, richtig. Ab sofort wird ausschließlich Franz die Antworten geben. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Endlich sehe ich die Magie. Ihr habt es geschafft, wieder Kinder zu werden. Spontan und wirklich sorglos. Sehr gute Arbeit. Die Skizzen sind toll gemacht. Einer Tournee von großen Stars würdig. Jacques ist wie eine Schnecke, die in ihrem Häuschen eingesperrt ist. Er möchte, dass niemand in seine Welt kommt. Nicht einmal seine Hübsche. Hat er wohl irgendwas zu verbergen? Unterschrieben mit Spy Number One. Wovon redet er da? Was soll irgend so ein perfekter Unbekannter schon über mich wissen? Wer ist dieser Spy Number One? Professorin, Entschuldigung, darf ich gehen? Ihr könnt alle gehen, wenn ihr wollt. Für heute sind wir fertig. Ich hab dir doch gesagt, er ist seltsam. Und jetzt glaubst du diesem Spy Number One, dass er ein Geheimnis haben soll? Nein, das tut sie nicht. Stimmt's, Maggie? Klar doch. Ich weiß ja, dass er nichts von mir verbirgt. Er ist einfach nur zurückhaltend. Diese unsägliche Geschichte mit der Tratschtante muss jetzt endlich aufhören. Ich bin doch hier schließlich die Böseste. Glaubst du das wirklich nicht? Natürlich, Bianca. Ich weiß doch, wie er ist. Er ist wirklich nur zurückhaltend. Es ist so schade, dass er sich nicht mal bei mir öffnen kann. Er wirkt immer besorgt wegen irgendwas. Auch bei der Aufgabe heute. Hast du gesehen, wie er sich gequält hat? Aber er hat es durchgezogen. Vielleicht braucht er einfach nur mehr Zeit. Philippe ist vom Konzert zurück. Jacques, bist du nur zurückhaltend oder verbirgst du etwas von mir? Ciao, Germany!